Okay. Das ist, glaube ich, eines der spontansten Videos, was ich hier auf diesem Kanal aufgenommen habe, weil ich gerade etwas gesehen habe, was ich definitiv direkt hier in einem Video festhalten möchte. Denn ich glaube, Marvel ist gerade an was Großem dran. Heute gibt es mal eine kleine Trailer-News-Folge zu den zwei neuesten Trailer im Marvel-Universe, wobei eins sehr, sehr geil werden kann und das andere tatsächlich vielleicht gut werden könnte. Wenn ihr meine Meinung zu diesen zwei Trailern bzw. zu dieser einen Serie und dem einen Film hören wollt, dann bleibt gerne dran, damit euch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, ich saß gerade so am PC, scrolle so durch TikTok und sehe auf einmal, wie ein TikToker auf den neuen Trailer zu Captain America A Brave New World reagiert und ich saß da so und dachte mir, warte mal, was passiert hier gerade? Hab direkt ausgemacht, hab mir den Trailer direkt reingezogen. Ich werde ihn mit euch gleich zusammen angucken, quasi eine Live-Reaction und dann meine Meinung darüber sagen und die Meinung äußern, warum ich glaube, dass das seit langem eines der geilsten Marvel-Projekte ever werden könnte. Gleichzeitig ein paar Tage vorher kam der Trailer zur neuen oder bald kommenden Serie Agatha Harkness oder Agatha House of Chaos oder irgendwie sowas in der Richtung. Dazu kommt auch ein Trailer, den habe ich mir auch schon länger anguckt. Das sollte eigentlich das jetzige Video allein werden, aber so habe ich einfach zwei Marvel-Themen. Ah ja, auch diesen Trailer werden wir uns angucken, da habe ich aber tatsächlich eher eine, naja, gespaltenere Meinung zu. Also gucken wir uns jetzt erstmal zusammen den Trailer an von Captain America A Brave New World und ich werde, wie gesagt, live darauf reagieren. Ich werde vielleicht mal hier und da eine Pause machen, weil ich direkt was dazu sagen will. Video soll nicht so extrem lang werden, deswegen starten wir direkt rein. Also Leute, ich werde es auf Handy gucken, ich werde es euch aber wahrscheinlich auch noch groß machen. Starten wir direkt rein. Hier, Kinocheck, Grüße gehen an der Stelle direkt raus. Let's go, jump in the trailer. Deutscher Trailer, by the way. Ich bin so hype, wirklich. Erstmal direkt. Danke, dass ihr Harrison Ford. Danke für die Einladung. Es ist wirklich so gut, glaube ich. Noch nicht an ihren neuen Look gewöhnt. Naja, die meinten Schnurrbart weg oder Wahlsieg weg. Also wow. Wilson, wir waren in der Vergangenheit nicht immer einer Meinung. Aber ich möchte noch einen Versuch starten, Captain America in ein offizielles militärisches Amt einzuführen. Und wenn wir uns mal nicht einig sind, wie mit einer Situation umzugehen ist, was dann? Da möchte ich direkt mal kurz pausieren. Und zwar an dieser Stelle finde ich es so gut, wie sie es ähnlich wie mit der Neubesetzung von Rhodey, in dem Fall ist ja der Schauspieler von General Ross, der alte, ich weiß gar nicht, wie er seinen Schauspielernamen, also wie er wirklich heißt, ist ja gestorben. Deswegen ist Harrison Ford jetzt in die Rolle geschlüpft. Ich finde geil, dass sie es aber trotzdem so übernehmen, von wegen, okay, wir sind einfach an dem gleichen Punkt. Es gibt kein großartiges Drumherum. Wir starten einfach mit Harrison Ford rein, scheiß der Hund drauf. Es wissen alle Dinge, Grund so out of universe, deswegen finde ich es hier ziemlich gut gemacht. Auch dieses... diese kleine subtile Ding mit dem, ja, ich muss mich noch an ihren neuen Look gewöhnen, haben sie damals bei Rhodey genauso gemacht. Ganz, ganz kurz, klein, subtil, war einfach geil gelöst. Hier ähnliche Vibes wie halt damals bei Iron Man 2. Ich zähle auf Sie, Sam. Wir führen die Welt in eine bessere Zukunft. ...2025, schon leider doch ein bisschen länger hin. Infiltriert. Entweder können sie es nicht sehen, oder sie wollen es nicht. Und wenn es eine Falle ist? Die globalen Machtverhältnisse verschieben sich. Sie sind nur eine Schar. Auch kurz nochmal hier pausiert, ich finde es so geil, dass sie aus Falcon the Winter Soldier einmal diesen Isaiah, also den ich sag mal, einen der vorherigen Winter Soldier, Captain America Projektmenschen von Hydra, Shield, was weiß ich, aus halt Falcon and the Winter Soldier und diesen, ich weiß leider wirklich nicht seinen Namen, wie er heißt, diesen einen SEAL-Navy-Typen, Kumpel von Sam, der ja potenziell, verbessert mich, falls ich falsch liege, in den Comics wird er, glaube ich, zu Falcon, nachdem quasi Sam zu Captain America wird. Verbessert mich, wenn ich da falsch liege. Finde ich geil, dass sie diese Leute einfach übernehmen. Das ist jetzt ist eines der ersten Male, dass wir wirklich sehen, okay, hey, in einem Film, nach einer Serie, werden explizit diese Leute einfach weitergeführt. Und finde ich super gut gemacht, wirklich. Puh. Special Effects, muss ich sagen, sehen super geil aus. Bis jetzt. Sie sind vielleicht Captain America, aber sie sind nicht Steve Rogers. Eine Sache, mit der Sam halt wirklich leben muss. Auch hier. Ich habe seinen Namen vergessen, wirklich. Hier, Gustavo Fring aus Breaking Bad und ich habe seinen Namen vergessen, ich kenne den eigentlich. Wird hier eingeblendet, dass der dabei ist, ich glaube, er ist es, er sieht auf jeden Fall so aus, das kann nur ein guter Film werden. Es gibt kaum Filme, in denen er vorkommt, die nicht gut sind oder Serien. Muss man einfach nur sagen, ist ein grandioser Schauspieler.
Und hier habe ich auch schon eine Theorie gesehen, dass es anscheinend irgendwie so ein, also er wirkt sehr wie sehr so ein böser Nick Fury in Anführungsstrichen oder so ein Nick Fury-Verschnitt. Es gab ja mal die Theorie, dass das Nick Furys kleiner Bruder wäre. Es war wahrscheinlich einfach so eine Just-for-Fun-Theorie. Aber allgemein ist ein Top-Schauspieler, kann eigentlich wirklich nur gut werden. Wie gesagt, Special Effects. Sie haben recht. Sehr, sehr geil. Bin ich nicht. Auch hier das mit den genau zwei Suits. Und jetzt das hier am Ende. Leute, wirklich, am Ende, muss ich nicht erwähnen, Red Hulk, wir wissen, General Ross wird zu Red Hulk, ist Red Hulk. Kurz zusammengefasst, wie gesagt, ich möchte jetzt direkt in den nächsten Trailer reinjumpen. Was ich hierzu einfach zu sagen habe, bis jetzt sehen die Special Effects super geil aus. Es sieht nach einem richtig schön bodenständigen Marvel-Film nochmal aus. Es sieht aus wie Captain America 2, hat Ähnlichkeiten mit diesen, von den Explosionen her, auch von den Kampfchoreografien und so. Es hat was von Civil War, es hat was von Captain America 2. Es wirkt alles so, als gingen wir wieder ein bisschen zurück in diese bodenständige CGI-Richtung. Nicht halt dieses, wir sind in der Quantenebene, wir sind im Weltall. Finde ich geil. Sage ich schon die ganze Zeit, wir brauchen so ein bisschen mehr Bodenständigkeit mal wieder im MCU. Und ich glaube, das wird richtig, richtig gut werden. Ich fand es, wie gesagt, schon bei Echo war es auch schon ziemlich gut umgesetzt mit den low-key oder bodenständigen Special Effects. Und ich glaube, hier wird das richtig geil. Auch weil Red Hulk, wir sehen nicht viel von ihm, aber Red Hulk sieht definitiv so aus wie der Hulk, den wir zum Beispiel aus The Avengers kennen oder vielleicht sogar der Hulk, den wir aus dem Edward Norton Hulk kennen. Ich glaube, das wird sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr, also habe ultimativ hohe Erwartungen an den Film. Ich habe, wie gesagt, hier gerade gesessen. Ich hatte Gänsehaut, als ich das gesehen habe. Und ich dachte mir, okay, das wird ein Marvel-Projekt, was richtig hart durch die Decke gehen könnte. Weil bis jetzt wirkt es alles ziemlich rund und sonst haben wir es öfter, dass in den Trailern schon alles ziemlich matschig wirkt von den Special Effects her. Und hier, wie gesagt, Special Effects schon mal gut, schauspielerische Besetzung top, dass sie die Charaktere, also diese zwei, hauptsächlich zwei Charaktere aus der Serie Falcon and Winter Soldier mitgenommen haben. Einfach geil, endlich mal eine Verbindung, die im MCU auch wirklich optisch Sinn macht. Die Neubesetzung mit Harrison Ford, einfach clean rübergebracht, nicht groß drüber geredet, einfach diesen kleinen Joke, ich muss mich an ihr neues Aussehen gewöhnen, Schnauzer weg oder Karriere weg, was weiß ich, wie das gesagt hatte. Einfach schön subtil gemacht, wie damals mit Rhodey. Ich bin super begeistert und ich glaube, das wird könnte einer meiner Lieblingsfilme werden. Vor allem, wir sehen ja auch dann nachher gerade am Ende dieses mit, dass er zwei Falcon Suits herumfliegen. Das eine wird Sam sein und das andere könnte halt sein Kollege sein, wie ich es gerade eben gesagt habe. Verbessert mich, falsch liege. Der ja dann die Rolle von Falcon übernimmt, weil Sam ja halt Captain America ist, der Neue. Eine Sache, die ich super interessant finde, wir sehen noch kein Bucky. Das Ding könnte noch was Interessantes geben, ob wir Bucky überhaupt sehen. Muss nicht, ich bin ganz ehrlich, wenn nicht, wäre nicht schlimm. Es soll mal ein Solo-Film von Sam sein, mit Sam und nicht denn wieder auf den Schultern von einem OG, halt in dem Fall Bucky, getragen werden. Aber so zwei, drei kleine Szenen mit Bucky fände ich natürlich auch nice. Ich liebe halt einfach Bucky Barnes, bin absoluter Fan von diesem Charakter. So, kommen wir jetzt zu dem zweiten Trailer. Ich will genauso schnell darauf reagieren, weil das ist, glaube ich, einfach gerade so die gute Mischung zwischen wir sehen, was Marvel gut kann und wir sehen das, was Marvel vielleicht verkacken könnte. Auch nur vielleicht. Wir jumpen in den Trailer. Mal wieder, an der Stelle auch halt, ne, Kinocheck, einfach beste Seite. Ich habe den Trailer, wie gesagt, schon gesehen. Ich will jetzt nur gerade drauf eingehen, während wir das hier am so einem Gucken sind. Und ein wunderschöner Tag. Ich bin überrascht, Sie hier zu sehen, Detective. Der Anfang war für mich sehr, sehr, wait, what? Was passiert hier gerade? Wirkte irgendwie so wie die Vorgeschichte von Agatha, was aber gar keinen Sinn macht, weil wir die ja schon teilweise kennen. Hier direkt natürlich, gerade Witch-Anspielung. Klar, definitiv, Wanda. Aber direkt Back-to-Back-Anspielung. Bis hierhin wirkt es halt alles so richtig schön mysteriös und richtig gut. Wanda Maximoff, ja, ja. 13. Oktober, ist das zufällig ein Freitag? Freitag der 13. Die Hexe ist fort. Legit? Keine Ahnung, wer das ist. Sorry, aber ich weiß nicht, wer es ist. Ja, und dann merkt man, okay, sie ist doch noch in dem Bann von Wanda. Mehr als man denkt vielleicht. Marvel Television ist nicht mal Marvel Cinematic. Ja, es geht halt um die Hexen, klar. Sie hat mir all meine Macht genommen. Aber ich kann wieder zu dieser Hexe werden. Und hier mache ich jetzt mal kurz Stopp, weil ich glaube, jetzt switcht der Trailer. Bis hierhin muss ich sagen, ich habe richtig große Hoffnung, weil das alles wirkt wie was, was richtig schön horrorlastig werden kann. Ziemlich finster, ziemlich gruselig. Bisschen mehr in die Marvel-dunkle Magie-Richtung. Überhaupt dieses dunkle, düstere, wollte Marvel ja schon länger jetzt umsetzen und das sieht alles danach aus. Wir sehen, wie Agatha mit sich am Struggeln ist, wie sie einfach versucht auszubrechen, es aber nicht kann, ihre Kräfte sind weg, sie lebt im Prinzip in ihrer eigenen weiteren Scheinwelt und wir sehen halt, wie sie, okay, versucht,
da rauszukommen. Sie will wieder ihre Kräfte, sie will wieder eine Hexe werden, sich wahrscheinlich dann auch an Wanda rächen. Und das schafft es halt nur mit anderen Hexen. Jetzt gehen wir weiter in den Trailer und wir kommen zu dem Punkt, wo ich sage, das könnte dann doch wieder schwierig werden. Aber ich erkläre warum. Wie gesagt, alles sehr, sehr spooky möglich. Wir sind vollzählig. Legen wir los. Ab September passt halt natürlich zu Spooky Time. Dieser Weg ist Selbstmord. Auch da wieder ziemlich creepy möglich. Alles, die Möglichkeit, was richtig Gruseliges rauszumachen, ist wirklich da. Ja, die Kampfszenen sehen jetzt nicht so spektakulär krass aus. Welche vernünftige Hexe schließt sich schon Agatha Harkness Zirkel an? Ich suche gar nicht nach vernünftigen Hexen. Wie praktisch. Also, dass dieses vor dem Mond fliegen, das sah halt auch CGI-technisch nicht so geil aus. Muss ich sagen, also Musik finde ich super geil. Alles okay? Oh mein Gott. Wow, was macht sie da? Wo will sie hin? Wie gesagt, Musik finde ich super geil, natürlich auf Disney Plus, keine Frage. Musik finde ich super geil, das ist richtig schön Gänsehaut. Und wie gesagt, der ganze Trailer wirkt so, als könnte man daraus potenziell wirklich was richtig schön Gruseliges schöpfen. Aber wir sehen an zwei, drei Punkten, es geht halt dann doch auch in die Agatha Harkness humoristische Ecke. Was ich an für sich nicht mal schlimm finde, solange das nicht überhand gewinnt. Ich finde Agathas Humor, auch gerade dieses so, ich will gar keine vernünftigen Hexen, war so richtig dieses typische Cocky-mäßige von ihr. Aber wenn das überhand gewinnt und gerade in der Szene am Ende, wo hier der Exorzist quasi nachgespielt wird, hat diese Comedy-Einlage so von wegen, alles klar, Süße, und dann so, oh mein Gott, was macht sie da? Aber halt in diesem lustigen Ton, das hat's dann wieder, nimmt dann diesen Gruselfaktor. Und das finde ich leider ein bisschen schade. Allgemein dieser Aufbau, dass sie halt einen Hexenzirkel braucht, um halt an ihre Kraft zu kommen, finde ich super legit, weil es ist gut an die, ich sag mal, Lore der Hexen angelehnt. Wenn man sich jetzt mit Hexerei und so beschäftigt in der Mythologie, dann weiß man Bescheid, aber es ist einfach gut aufgebaut. Über den Hexenzirkel von den Personen, die den besetzen, auch wenn jetzt viele wahrscheinlich schon aufschreien, oh mein Gott, da ist ja ein potenziell Schwuler, vielleicht auch ein Transgender, was weiß ich, ist ja erstmal bums egal. Ja, war meine erste Reaktion auch, bin ich ehrlich, und ich dachte, muss es sein, ist ja mal wieder die Woke-Agenda drüber geflogen, aber, und jetzt kommt es zu dem wichtigen Punkt, wir haben es jetzt bis jetzt im Trailer gesehen, wenn dieser Charakter, diese Rolle, die er da besetzt, gut verkörpert und gut umsetzt, ist mir das vollkommen Latte. Wenn das einfach gut gemacht ist und nicht einfach nur jemand dahingesetzt wird, um zu sagen, guck hier, wir haben auch Randgruppen hier vertreten und die Rolle wird einfach nur gut umgesetzt, bin ich voll fein damit und dann werde ich mich nicht einmal darüber aufregen. Es gibt Leute, die werden sich konsequent darüber aufregen, es gibt auch Leute, denen wird es scheißegal sein, es gibt Leute, die werden es komplett bis zum Blute verteidigen. Ich stehe genau in der Mitte, beziehungsweise ich stehe halt so, dass ich sage, solange die Story gut ist, ist mir der Rest egal. Meine erste Reaktion war auch quasi so, könnte jetzt schon problematisch werden, aber wir sehen ja auch noch nicht viel. Und deswegen werde ich der Serie definitiv eine gute Chance geben, weil diesen Horroraspekt sehe ich ziemlich stark da drin. Solange sie wirklich diesen Comedy-Touch nicht übertreiben, weil das war das, was zum Beispiel WandaVision auch in vielen Ecken, gut, WandaVision weiß nicht horrormäßig, aber es gab halt viele Horrorsequenzen, die dann aber auch cool waren, weil der Rest der Serie lustig war. Und so verfeinert muss das auch sein. Es muss eine Prise an Humor drin sein. Aber ich will eine gruselige Szene nicht kaputt gemacht bekommen durch jemand, der sagt, oh mein Gott, holy shit, Sister, was ist los mit dir? So nach dem Motto. Das wird nicht passen. Und ich hoffe einfach, sie setzen es ganz gechillt in einer schön schaurig gruseligen Richtung, die Richtung schön Spooky Time, Halloween, Oktober geht. Und dann einfach eine schöne, runde Serie. Es sagen ja viele, dass es absolut nichts werden wird, dass Agatha eine eigene Serie halten kann. Ich mag ihren Charakter schon und ich bin schon gespannt, was da passiert. Aber ich denke, sie müssen jetzt auch wirklich einen guten Ansatz packen und den auch fortführen. Weil CGI-technisch sieht das im Gegensatz zu Falcon and the Winter Soldier zu Captain America, sieht das nicht so krass aus. Es ist aber auch eine Serie. Hoffen wir einfach darauf, dass sie die Special Effects oder das Budget für die Special Effects wirklich auf die kleinen Effekte, die man einfach nur nebenbei wahrnimmt, optisch schön hingesetzt haben und es dann einfach nur zwei, drei große Fauxpas gibt, wie zum Beispiel die vom Mond fliegen. Das hat mich sehr an E.T. erinnert. Und der Film ist urig alt. Aber grundlegend im Ansatz bin ich gespannt. Es kann aber schnell in die Hose gehen, sagen wir es mal so. So, und jetzt war das hier eine hoffentlich relativ fixe, schnelle und coole Review. Erstmal an der Stelle. Leute, wenn euch sowas gefällt, dass ich so auf Trailer so live reagiere, schreibt es bitte in die Kommentare, dann werde ich das vielleicht echt so umsetzen, dass ich immer live mit euch quasi auf diesen Trailer dann reagiere, anstatt einfach nur zu labern und dann was einzublenden. So hat man einfach den Trailer, macht mal Pause, redet darüber und. Wenn euch das gefällt, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da lassen und sagen, wie ihr es fandet. Ansonsten, bitte
bitte schreibt mir eure Meinung zu beidem. Einmal Captain America und einmal Agatha House of Chaos bzw. Agatha Harkness oder wie die Serie jetzt auch immer heißen mag. Gerne in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt. Ich denke, gerade der Captain America Trailer wird sehr, sehr viel positive Gefühle bei jedem hochholen und Agatha wird es ein bisschen dämpfen. Deswegen schreibt es gerne in die Kommentare. So, wenn ihr jetzt hauptsächlich wegen dem Marvel-Stuff hier seid, dann checkt mal diese zwei Videos hier aus. Es auch, hat auch viel mit Marvel und Disney und allgemein MCU zu tun. Ansonsten bleibt gerne mal auf dem Kanal. Guckt euch ein bisschen um. Hier ist nicht nur Marvel, hier ist allgemein alles in Richtung Filme und Serien. Alles vertreten, verschiedenste Meinungen und Videos. Wenn euch das gefallen hat, was ihr dann gesehen habt, dann bleibt gerne da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt will ich das Video aber nicht noch länger strecken, denn das soll ein kurzes, knappes Video werden. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin, bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.